Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stray. Ich habe eine neue Aufnahmesession, es ist ein neuer Tag und ich würde sagen, wir schauen mal weiter. Und schauen, dass wir unseren Doc hier finden. Haben wir hier ein bisschen unsere Rast gehabt bei dem Fischer, der leider nicht mehr wach ist. Und ich muss doch ein Teil wieder spielen, weil der Savepoint weiter hinten war. Aber ich habe gesehen, dass uns noch eine Erinnerung hier fehlt. Irgendwo ist noch eine versteckt. Okay, da komme ich. Ah, hier. Okay, alles klar. Oh, das sieht so ein bisschen nach Stress aus hier. Ja, ganz ein Haufen Eier hier. Hat so ein bisschen einen japanischen Touch, ne? So ganz leicht. Okay. Hier haben wir nichts. Gegenstand verwenden. Wir haben noch nichts gefunden, was wir irgendwie da reintun könnten. Naja, mal weiter umschauen. Jumpen können wir hier nicht. Ja. Aber ich glaube, wir gehen dem Kabel hier nach und hier unten hat's auch nichts. Mau. Süß. Ist ein Fenster offen. Ja. Die sind eklig. Okay, ich dachte, ich hätte die Antwort gehört. Da können wir nichts machen. Hier geht's auf der anderen Seite wieder runter. Nö. Okay, dann gehen wir wieder nach da hinten rein. So, einmal nach da oben. Mau. Und hier rein. Hier geht das Kabel hin. Da kann ich aber nichts machen. Jetzt auch nichts Interessantes. Ich kann da hochjumpen. Und das, was wir von draußen gesehen haben. Okay. Da ist er ja. Kein Dach. Süß. Wow! Buddy, du bist kein Zirk. Wer bist du dann? Es ist mein Abzeichen, das du da trägst. Wie hast du es gefunden? Hat man so nicht geschickt? Oh, Seamus, du schlauer Junge. Ich bin schon seit Ewigkeiten alleine hier. Ich bin hergekommen, um meinen Defluxer zu testen. Aber es ist nicht so gelaufen wie geplant. Also geht er nicht? Ich wünschte, ich könnte wieder nach Hause gehen. Ich vermisse meinen Sohn so sehr. Ey, sein Kopf ist einfach so cool gemacht. Du kannst dich gerne in meinem Haus umsehen, wenn du willst, aber ich habe keine Ahnung, wie wir hier rauskommen sollen. Ja, das erste Mal vielleicht dein Gerät zum Laufen kriegen. Okay. Mit Doc sprechen. Hier kann man nichts machen. Automat. Ja, aber er geht nicht. Schade. Wir können den Radio anmachen. Naja. Und eine XXL-Taschenlampe. Oh. Hey, sei vorsichtig mit dem Deflux. Ah, das ist er also. Bei voller Ladung kann der Zirks wie Konfetti in die Luft jagen. Dieses Prachtstück braucht 1,21 Gigawatt. Gut zu funktionieren. Und das Einzige, was hier so viel Saft hat, ist der Generator draußen vor dem Haus. Ah, das Teil, was wir gesehen haben mit dem Gegenstand. Das Problem ist, dass er nicht anspringt. Ich glaube, eine Sicherung ist durchgebrannt. Und bei all den Zeugs ist es gefährlich für mich, also zu gefährlich, rauszugehen und ihn zu reparieren. Ich bin nicht schnell genug, aber vielleicht bist du es. Wenn du den Generator reißt und die Sicherung auswechselst, sollte ich den Defluxer wieder aufladen können.
Komm schon, folge mir. Ich zeige dir, was du tun musst. Also, liebe Roboter, ihr seid echt ein bisschen hilflos. Ein bisschen mehr erwartet. Seid ihr doch recht fortgeschritten. Wir könnten ein Dart spielen. So, und jetzt? Hier, nimm diese Sicherung. Sie ist brandneu. Okay? Das Einschalten des Generators wird laut sein, also rechne mit einigen Zergs. Sobald du den Generator repariert hast, sollte ich den Deflux aufladen und in Gang bringen können. Du musst nur diesen Kabel voll die Sicherung austauschen und mich dann wieder hier. Ja, gut. Wissen wir, was ist. Alles klar. Vermutlich dann Sicherung rein und dann ganz schnell weglaufen. Und ciao. Ja. Okay. Ich vermute mal, die kommen dann aus den zwei Gassen hier hinten. Das wird spannend. Eventuell hilft er uns ja mit seinem Teil. Ja. Gegenstand verwenden. Ah, und da ist der Lärm. Oh, die kommen auch von... nice. Ja, und jetzt? Ups, falsche Richtung. Oh, 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 fuck. Weg. Oh ja. Doc, komm, mach sie platt. Komm, mach sie platt. Soll ich wieder zu ihm? Oh ja, sehr gut. Okay. Dann schauen wir mal, dass wir ganz schnell hier zu ihm kommen. Nein! Fuck. Nach oben. Und rein. Ja, easy. So cute. Erstaunlich, du hast den Generator wieder zum Laufen gebracht. Hast du gesehen, wie stark der Defluxer ist? Das ist definitiv unser Weg hier raus. Ja, ich weiß nicht. Du brauchst immerhin so einen fetten Generator, damit das Teil funktioniert. Warte einen Moment, vielleicht kann ich den Defluxer an deine Drohne befestigen. Der ist ziemlich klein und das Ding ist ziemlich groß. Was du gesagt hast. Sieht eigentlich aus wie vorher. Nur, dass jetzt ein Balken mitschwebt. Ich sag, ich glaube, der Defluxer ist jetzt an deine schicken Drohne. Okay. Es ist nur dafür ausgelegt, mit einer so kleinen Stromquelle zu laufen. Ja, was war das? 1,6 Gigawatt oder so? Und jetzt ist der Kleine da? Wenn du so oft benutzt, könnte er kaputt gehen. Denk dran, es ist gefährlich. Jetzt lass uns zurück ins Dorf gehen. Ich komme nach Hause, mein Sohn. Okay. Also wir haben jetzt eine super starke UV-Lampe. Welchen Weg nehmen wir eigentlich nach Hause? Weil den Weg, den ich gekommen bin, der war irgendwie nicht so geil. Und ist doch ein bisschen weit. Ah. Okay. Schaff all diese Zeugs aus dem Weg, damit wir hier durchkommen. Halte linke Maske gedrückt. Ah, okay, das ist gut. Wow, der funktioniert ja super. Aber wie ich vermutet habe, kann er überhitzen. Lass ihn ein bisschen abkühlen, wenn das passiert. Ich hoffe, er hält durch, bis wir das Dorf erreichen. Spaßig. So cool. Hier unten hätte es auch noch was. Oder ist es das, wo wir herkommen sind? Ah. Nee. Doch, Gott, das sieht aus. Doch, Moment mal. Da hinten sind wir doch hergekommen. Der war ja quasi gerade nebenan und dann hier runtergerutscht.
darüber. Wir sind also voll im Kreis noch da hinten. Okay. Dieser Schalter funktioniert nicht. Sieht so aus, als ob der Strom abgestellt wurde. Ach, das ist doof. Immer wieder so eine geile... Oh, wir haben zwei dieser Tonnen. Okay, hier rauf ist nicht. Ah, okay. Gut, dann die mal hier auf die Seite. Und dann, halt, gehen wir hier rein, bitte. Dankeschön. Ja. Schau mal, keine Katze. Oh, so süß. Ja. Okay. Was? Nein. Ich hab drin. So. Okay. Und jump. Jump. Oh, mir ist auch wieder alles infiziert. So, Taschenlampenmodus. Okay. Und jetzt. Ah, okay. Ah. Nice. Wer? Yes. Oh, das geht ziemlich schnell nach oben. Ich will mal probieren, was passiert, wenn ich es zu lang mache. Okay, dann ist einfach der Cooldown länger. Gut. Ich hab's ausprobiert. Ah ja. Oh, scheiße. Holy shit. Mach zu, mach zu, mach zu, mach zu, mach zu, mach zu. Nein, 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 nein. Fuck, ich bin überhitzt, ich bin überhitzt, ich bin überhitzt. Ja, das war knapp. Das war knapp. Lass uns zurück nach Hause gehen. Ja, ist eine ganz gute Idee. Weg hier. Geht's überhaupt auf der anderen Seite raus? Ja, hier. Jetzt muss man kleineres Tuk-Tuk. Kommst du? Okay. Hier ist auch keine Erinnerung. Jetzt wieder ein Automat, der nicht funktioniert. Und eine Katze. Ach, hier sind wir bei den Dudes. Oder? Na, das ist der Wächter und er. Oh. Oh, das ist süß. Das ist nett. Und da sind sie wieder vereint. Ich werde wieder gestreichelt. Aber nur kurz. Oh. Danke, dass du Doc gerettet hast, kleiner Freund. Es ist schön zu sehen, dass Seamus nicht mehr allein ist. Jetzt wissen wir, dass wir uns gegen die Zergs wehren können. Oma hat in der Nähe der Kanalisation auf dich gewartet. Okay. Doc und Seamus sehen glücklich aus. Ich glaube, wir haben zusammen etwas Gutes getan. Ja, das glaube ich auch. Okay. Das heißt, wir sind hier erstmal fertig. Hey Musiker, ich glaube, ich habe noch Noten für dich. Hallo, ich bin Musiker. Ich habe aber keine Songs. Warum?
Warum ist mein Inventar leer? Also ich hatte eigentlich noch mindestens einen Drink und noch Noten. Das ist good to know bezüglich neuer Session starten. Ja, mit Quest-Items nicht so geil. Moin Sinn. Woma wartet auf seinen Boot auf dich. Du kannst dich ihm anschließen, aber hast du hier alle Dinge erledigt? Also, alles erledigt soweit? Ja, ich glaube schon. Denn ich werde die Tür hinter dir schließen. Ich will nicht, dass Zirks hier reinkommt. Ja, ist verständlich. Ja, ich... Nö, ich möchte eigentlich weitergehen. Wir haben vermutlich nicht alles, also Erinnerung wird vermutlich noch fehlen. Aber ja, ich will weiter. Gibt es hier Wohnungen? Oder Geschäfte? Geschäfte, ne? Da ist er ja. Spacey. Ich gehe noch nicht direkt zu dir. Erstmal da hinten gucken, ob sie was gibt. Sieht aber nicht so aus, nur ein Haufen Schrott hier. Und hier drin? Festplatte und Kamiko. Sieht nicht so aus, als ob wir hier was tun können. Moin. Spring auf das Boot, wenn du bereit bist. Lass uns hier verschwinden. Okay. Ich kann nicht glauben, dass du Doc gefunden und die Fluxer bekommen hast. Damit können wir jetzt Zabaltasar finden. Los geht's. Okay, ich kann nichts mehr machen. Ab geht's. Okay, warte mal. Die Kanalisation. Hat ganz dezent was. Oh, da sind sie ja schon. Was romantisch ist. Weil ich weiß, romantisch ist relativ da in der Kanalisation. Aber die Lichtstimmung ist mega nice. Oh, ich kann mich sogar bewegen. Alles genau angucken. War nicht mehr so klein. Was? Hast du was gesagt? Dieser Ort ist unheimlich. Oh, finde ich jetzt nicht. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Nein, ich möchte in die Mitte. Ja, in die Mitte. So. Und ich darf vermutlich das hier aufmachen. Ja, er sieht da rechts schon die Plattform dann zum Hinspringen. Hm? Was sagst du? Ich sehe keine Möglichkeit, das Tor zu öffnen. Kannst du mal auf der anderen Seite nachsehen? Ganz ehrlich, wenn du allein unterwegs warst, was hättest du dann gemacht hier? Oh. Alles klar. Hier so drüber. Ah, hier kann man nichts machen. Ah, da hinten ist der Hebel. Kann ich euch so kaputt machen? Oh. Okay. Was? Nee, geh weg. Geh weg. Komm. Ah, Gott, eine Errungenschaft kriegt mir ganz schön schwarzhaft. Alles klar. Perfekt. So, und weiter geht's. Nee, ich möchte... Was? Was ist jetzt wieder? Ich war noch nie so weit weg von den Slums. Weil du hier bist, habe ich nicht einmal Angst. Oh. Ja, Katzen sind schon was Besonderes.
Holy shit. Das ist groß. Hä? Also, ist noch das Gleiche. Ah, da mal Kollegen da oben. Ist das eine Pumpe oder Filterstation hier? Da schon mal was Rotes, müssen wir vermutlich hin. Und er ist immer noch entspannt. Ah, ist so süß, der Kleine. Oh, und der Roboter da hinten drin. So knuffig. Naja, wenigstens geht das jetzt elektrisch. Oder auch nicht. Und, was sagst du? Alle diese alten Vorrichtungen sind jetzt kaputt. Ich glaube, wir können sie nur noch per Hand öffnen. Das Riesentor. Wollte ich eigentlich auf die andere Seite hier? Oh, du bist das. Oh. Schnell, spring mal die Tür. Sie wird nicht lange halten. Und du? Da, Fässer. Komm, Fässer. Ich kann mit dir nicht weitergehen, aber ich werde nicht aufhören, nach einem Weg zu suchen. Wenn du Sabaldas und Clementine findest, sag ihnen, dass ich mutig war. Hey, du gehst aber hier nicht drauf, oder? Oh. Ich hab's mir anders überlegt. Kann ich doch mit dir gehen? Und den anderen Weg suchen? Oh, shit. Jetzt nicht mehr. Ah, da geht's weiter. Yes. Mehr so Eierdinger. Oh. Ich glaube, wir waschen das einfach mal durch. Andererseits. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Will ich da... Da ist bestimmt ein Secret. Oh, scheiße, 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 scheiße. Nein, 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 nein. Okay, wieder retour. Sehr gut. Hat sich das jetzt gelohnt? Ist das vielleicht sogar der richtige Weg? Was gibt's denn hier zu merken? Die Kanalisation. Ja, jetzt erinnere ich mich. Sauberes Wasser war. Ah. Die Stadt wurde von riesigen Maschinen versorgt, die sich tief in der Erde gruben. Wie alles andere auch, wurde es rationiert, um die Menschen in Zeiten der Dürre zu versorgen. Der Wissenschaftler zeigte mir den Bauplan für die Wassertanks. Sie sind gigantisch und können ein ganzes Gebäude fassen. Okay. Aber das ist Dead End, oder? Kann ich... Nee, keine Option zum Springen. Okay, ja dann, gehen wir wieder retour. Und, gibt's eine Überraschung? Nö. Okay.
Ja, da kann ich auch nichts machen. Hier auch nicht. Würde mich auch wundern, wenn wir hier auch jemanden finden, der die Tür aufmacht. Will aber nicht Nein sagen, ne? Ich glaube, das ist jetzt straightforward. Da gibt es jetzt wieder Abzweigen oder so. Oh. Das ist ja mal schön. Frag mich. Ich muss mal was probieren. Hey, komm her. Oh, die kommen ja nicht rein. Ich habe da mal eine Idee. Hallo. Holy shit. Wir sind ja hier überall. Oh, fuck, 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 fuck. Hallo. Oh, die kommen doch hier rein. Okay. Das ist aber eine gute Taktik. Hallo, 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 hallo. Hallo, guten Tag. Hallo, 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 guten Tag. Hallo, guten Tag. Und tschüss. Nice. Da kommt's her. Nice. Cool. Okay, nehmen wir die auch nochmal mit. Dann haben wir ja alle. Hallo, 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 hallo. Die auch noch, bitte. Ah. Nice. Okay, dann haben wir es jetzt hier weitestgehend safe. Was haben wir hier überhaupt alles? Ganz viel. Eine Kamera hier oben? Typ, bei dem wir überhaupt gar nichts machen können. Aber ein Schalter in der Mitte. Okay, machen wir das mal. Oh, mehr Kollegen. Wie wär's jetzt mit Durchlaufen hier? Oh, scheiße. What the fuck? Okay, kannst du laufen. Alter, was sind das für Augen? Holy shit. Holy shit. Ja, wir sprinten. Schnell weg hier. Fuck, 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 fuck. Und jump. Nein, komm, in die Richtung. Holy shit. Was war das? Oh. Und hier geht's dann gerade weiter. Okay. Ja, liebe Leute. Ich würde sagen, bevor es weitergeht, gibt es erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Aber ja, das mit den Augen war schräg. Ich jetzt. Oh, so Augen. Aber hier sind sie zu. Okay, das wird mal spannend, was uns da hier erwarten wird. Also, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Oder vielleicht sogar ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Tschüss!